Hallo Leute, ganz schnell bevor wir anfangen, muss ich noch ein paar Dinge loswerden. Zum einen möchte ich mich bei dem lieben Mucke134 entschuldigen, dass ich in diesem Kampf kein Rockara dabei habe. Das kommt im nächsten Kampf, ich verspreche es. Dann möchte ich mich bei dem lieben Yannick Hartmann bedanken, denn er hat mir das Stratini und das Fukano gegeben, das ich als Basis für die beiden Pokémon, die ihr hier seht, brauchte. Und dann wollte ich noch was sagen. Es kann sein, dass ich in diesem Video ein bisschen merkwürdig klinge, denn ich bin momentan noch erkältet. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Dann lasst uns noch schnell zur Teamanalyse kommen. Ich habe als Special Tank mein Gudra und als Tank, der beides tankt, mein Porygon 2. Und dann habe ich vier physische Sweeper: mein Grabbit, mein Ambidiffel, welcher auch als Lead fungiert, mein Akani und mein Dragoran mit Drachentanz. Und auf seiner Seite haben wir als, ich bin mir nicht sicher, was für eine Wall, Griffeldes. Und als Sweeper dann sein Mega Charizard Y, sein Greninja und als physisches Sweeper Irokex und Knackrack. Ich gehe mal davon aus, dass Psyana einfach diese typische Anti-Lead-Wall sein soll. Und vielleicht auch noch auf der Special-Seite ein bisschen was rausdrücken soll. Ja, kommen wir zum Kampf. Also, der Kampf geht los gegen Jonas, ein sehr ebenbürtiger Gegner, möchte ich sagen. Die Kämpfe gegen ihn sind eigentlich immer ganz spannend. Ich liege mit meinem Ambidiffel, er mit seinem Griffeldes. Und hier mache ich schon den ersten Fehler. Ich benutze Mogelhieb, um sicheren Damage rauszukriegen. Erleide durch den Lebenorb Rückstoßschaden und verliere HP durch den Beulenhelm. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass es wirklich Beulenhelm hat. Sonst hätte ich hier gar nicht Kehrtwende benutzt. Denn jetzt erleide ich nur noch mehr Schaden und das sieht schon nicht gut aus. Aber glaubt mir, Ambidiffel macht noch seine Arbeit. Darum schicke ich stattdessen Ducky raus, denn ich dachte mir, das Vieh könnte höchstwahrscheinlich physisch defensiv sein. Denn das sind die meisten. Ich denke zumindest, die sind doch meistens physisch defensiv, oder? Gefällt es? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall benutzt er Toxin. Ruft dann sein Griffeldes zurück und schickt Lurak in den Kampf. War natürlich gut, denn er hat meinen Eisschlag hier prediktet. Im Nachhinein, Donnerblitz hätte ich auch einsetzen können, aber wäre dann in Knackrack gegangen. Auf jeden Fall fängt er hier den Angriff ab. Macht seine Mega-Entwicklung zu Lurak Y. Übrigens ein sehr schickes Shiny-Lurak, muss ich sagen. Und bekommt den Bonus durch Dürre und ich denke mir nur, Lurak Y ist immer speziell. Und auch wenn Ducky gut was tanken kann, ich möchte keinen möglichen Feuersturm mit dem Sonnenbonus. Stattdessen benutze ich anscheinend Donnerblitz. Warum auch immer ich noch weiter auf Donnerblitz gehe. Er hat auf jeden Fall Ruheort benutzt. Und da merke ich, nope, kann ich nichts machen. Schick also mit Flare rein. Und er benutzt den Flammenwurf von der Sonne geboostet und Stab und macht mir damit 30 Schaden. Denn Viscogon ist ein absolutes Monster. Er benutzt weiter Ruheort. Ich benutze hier Drachenpuls. Drachenpuls macht ganz okayen Schaden. Er wechselt aus, da er weiß, dass er gegen mich nichts machen kann. Und schickt stattdessen sein KFC, sein Irokex, in den Kampf. Ich habe natürlich zu Donnerblitz gegriffen, weil ich gehofft hatte, er bleibt drinne. Aber nope. Darum schicke ich jetzt wieder meine High 4 raus. Ich war mir nicht sicher, entweder er benutzt hier Turmkick und knockt mich damit aus, dann habe ich einen sicheren Switch in, oder er benutzt Drachentanz, und er benutzt tatsächlich Drachentanz, und ja. Ich bin immer noch schneller und Rückkehr one-hitted das Viech so ziemlich. Scheiße, ist Ambidiffel stark. Er schickt wieder Griffeldes raus, und ich weiß natürlich, nope, da bleibe ich nicht drinne, denn ein Foulplay und ich darf der tot sein. Ich schicke darum wieder Ducky raus, kopiere wieder Brustbeater, das glaube ich. Weiß gar nicht genau, was das kann. Auf jeden Fall anscheinend nicht allzu viel, da ich die Fähigkeit mich jetzt noch nicht im Einsatz gesehen habe. Nehme hier natürlich permanent Schaden durch Toxin. Er hat vermutlich gedacht, ich benutze Genesung. Aber nein, ich bin tatsächlich auf Donnerblitz gegangen. Und ich sehe, Donnerblitz macht keinen Schaden. Shit. Griffeldes ist ein unglaublich tankiges Biest, so wie es aussieht. Und er weiß, dass er sich mit Ruheort einfach hochheilen und damit Toxic stallen kann. Ich benutze Triplette. Weil ich mit dem Ruheort gerechnet habe, bekomme sogar den Volltreffer, aber keine Statusveränderung. Er benutzt hier Schmarotzer. Schmarotzer ist ein Angriff, der mehr Schaden macht, je mehr Angriff ich habe. Aber das sieht ihm auch nicht viel. Und hier jetzt Triplette und ich bekomme das Einfrieren und ich habe mir nur gedacht, yes! Nicht nur das, aber dadurch, dass Ducky jetzt besiegt ist, muss ich keine Runde verschwenden, um auszuwechseln. Wobei ich glaube, weitere Triplette auch gereicht hätte. Jedenfalls sehe ich hier meine Chance, mit Dragoran zu setupen. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man zu greedy ist. Denn ich benutze Drachentanz, Griffeldes ist eingefroren. Okay, cool, benutze ich noch einen Drachentanz, um mich zu boosten. Ich habe ja Zeit.
Feld ist es ja eingefroren. Und dann auf einmal Nope aufgetaut, Nope Schmarotzer. Zum Glück hat Dragoran die Fähigkeit Multischuppe, was den Schaden halbiert, den man nimmt, solange man volle HP hat. Und ich kann mit Drachenklaue draufhauen. Leider nehme ich auch hier weiter Schaden durch den Beulenhelm. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Er schickt seinen Psyana raus und ich dachte mir, ja, das ist ein One-Hit mit der Drachenklaue. Aber er trägt den Fokusgurt, war ein sehr, sehr schlauer Switch-In und kann damit Zauberschein natürlich mit restlichen HP abziehen. Schade, Dragoran hat nicht ganz so viel geleistet, wie ich gehofft hatte, aber ja, das kommt davon, wenn man sich überschätzt. Dafür kann ich jetzt meinen Legend-Doge rausschicken, mein Akani, und mit Turbo-Tempo einfach voll das Psyana ausnocken. Er schickt dieses sein Amaterasu raus, sein Greninja. Ich entscheide mich dazu, nochmal mit Turbo-Tempo draufzuhauen. Aber es macht nicht an den zu viel Schaden, wie ich dachte. Und er benutzt Siedewasser und ja. Legend Doge. Das hält es nicht aus. Akani ist allerdings weit, weit stärker. Ich habe es noch ein paar anderen Kämpfen benutzt. Also seid gespannt, es wird auf jeden Fall noch öfter eingesetzt werden. Hier benutzt er Kehrtwende und... Au. Das macht überraschend viel Schaden. 58, glaube ich. 58 HP. War schon spürbar. Jetzt wechselt er natürlich aus. Und schickt sein Glurak wieder raus und das hat mich leicht verwehrt. Warum sollte hier sein Glurak wieder reinschicken? Aber okay, ich nehm's hin. Benutzt Drachenpuls. Glurak heilt sich mit Ruheort hoch. Und an dieser Stelle war das hier schon, wo ich weiter mit Donnerblitz draufhau. Ja genau, ich wusste, Donnerblitz hat mehr AP als Ruheort. Deswegen, er kann weiter Ruheort spammen, ich kann weiter Donnerblitz spammen. Irgendwann muss er angreifen. Oder ihm geht der Ruheort aus. Und er benutzt Luftschnitt. Und macht mir damit 33 Schaden. Solange ich nicht flinch, reicht das nicht. Darum noch ein Donnerblitz und Glurak ist weg. Das war schon mal sehr gut. Als nächstes hat er aber immer noch seinen Greninja. Und natürlich ist er so schlau und U-turnt nochmal. Denn das ist einfach der Angriff, mit dem er mir am meisten Schaden machen kann. Und knock mich damit aus. Denn Greninja, dieses Greninja macht überraschend viel Schaden, selbst mit U-Turn. Vielleicht ein Mixed Greninja, kann gut sein. Würde mich nicht wundern. Als nächstes schickt er sein Knackgrad raus und ja, das Sonnenlicht geht wieder in Intensität. Und Diggers Below muss sie jetzt nach Möglichkeit aufräumen. Ich dachte nur, bitte überlebe einen Wutanfall, bitte, bitte, jetzt bin ich am Arsch, bitte, bitte. Yes, 14 HP. Und Diggersby benutzt Erdbeben, haut Knackgrad damit raus. Dieses Biest, ne? Dieses Biest. Er schickt sein Amaterasu raus, ist es klar, ich kann nichts dagegen machen. Benutzt seinen Eisstrahl und knockt mich damit aus. Aber ich habe immer noch ein Pokémon, nämlich mein Ambidiffel. Und ich sag mal so, Ambidiffel, Mogelhieb auf Amaterasu, tschüss. Und ich überlebe. Und ich gewinne mit dem letzten Pokémon und 41 HP. Ja, wenn euch der Kampf gefallen hat, dann tut mir doch den Gefallen und liked das Video, hinterlasst mir vielleicht einen Kommentar, abonniert mich sogar. Ihr findet die Infos zu all meinen Pokémon in der Videobeschreibung. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei Yannick Hartmann für das Fukano und das Stratini. Ja, sonst noch was, Link zu Twitter ist in der Videobeschreibung und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.